Geld allein ist auch eine Lösung, von Mike Hager. Erstaunlich einfache Wahrheiten über Wohlstand und Reichtum, wie du wirklich finanziell frei wirst. Was hältst du von Geld? Für manche ist es der Schlüssel zum ganz großen Glück, zu Luxusautos und Traumurlauben. Andere betrachten Geld als weniger bedeutsam und einige lehnen es sogar ab, da sie es mit Oberflächlichkeit in Verbindung bringen und Reichtum misstrauen. Ob Geld tatsächlich Glück bringt, darüber lässt sich streiten. Aber eins ist sicher: Geld verschafft Unabhängigkeit. Und genau diese finanzielle Freiheit sollte im Fokus stehen. Doch wie kannst du genug Geld anhäufen, um diese Freiheit zu genießen? In den Kernaussagen zu Geld allein ist auch eine Lösung, zeigen wir dir, wie Mike Hager es geschafft hat, nach 7 Jahren nicht mehr 35.000 Euro Schulden, sondern über 1 Million Euro auf seinem Konto zu haben. Seine Botschaft lautet: Wenn er es schaffen konnte, dann kannst du es auch. Wir zeigen dir, wie du deine Einstellung zum Geld ändern und mit einigen konkreten Veränderungen in deinem Leben finanzielle Freiheit erreichen kannst. Außerdem wirst du erfahren, warum Geld mehr Geld anzieht, warum Geld eine Art gedruckter Freiheit darstellt, warum es unerlässlich ist, mehr als nur ein Bankkonto zu haben. Kernaussage 1: Geld kommt zu denen, die es schätzen und ihre Einstellung dazu ändern. Vielleicht kennst du das auch. In Gesprächen mit Freunden und selbst in vielen Beziehungen wird über fast alles gesprochen, nur das liebe Geld bleibt außen vor. Nur etwa die Hälfte der Partner weiß, wie es finanziell um den anderen steht. Ist das nicht erstaunlich? Woran liegt das? Ein Grund könnte sein, dass Geld, insbesondere Reichtum, oft negativ konnotiert ist. Menschen, die Geld schätzen, werden oft als oberflächlich angesehen. Viele von uns haben solche negativen Überzeugungen von Kindesbeinen an internalisiert. Dabei sollte man bedenken, Geld ist eine Form von Freiheit. Menschen mit wenig Geld behaupten manchmal, es sei ihnen nicht wichtig, um sich selbst zu schützen und die eigene Situation zu relativieren. Doch Geldsorgen begleiten sie bei jeder Rechnung oder Mietpreiserhöhung. Menschen, die finanziell gut gestellt sind, können Rechnungen begleichen, ohne darüber nachzudenken. Der erste Schritt auf dem Weg zur finanziellen Freiheit ist daher die Veränderung deiner Einstellung zu Geld. Mache Geld zu deinem Freund. Das gelingt am besten durch positive Glaubenssätze. Sage dir beispielsweise: Ich bin es wert, mehr Geld zu haben. Geld ist wichtig und ermöglicht viele Dinge. Geld wird mich freier machen als je zuvor. Ein wichtiger Glaubenssatz sollte auch sein: Auch ich kann Millionär werden. Denn viele von uns denken, Reichtum sei anderen vorbehalten. Schreibe diese Sätze auf und trage sie immer bei dir, sei es auf einer Karte im Geldbeutel oder noch besser als Hintergrund auf deinem Smartphone. Negative Gedanken werden sich immer wieder einschleichen, aber je mehr du dich auf die neuen Glaubenssätze konzentrierst, desto leichter fällt es dir, eine positive Einstellung zum Geld zu entwickeln. Mit einer positiven Einstellung zu Geld wirst du nicht nur seltener über Geld nachdenken müssen, sondern auch einfacher Geld verdienen können. Geld zieht Geld an. Du wirst weniger auf Kredite angewiesen sein, wenn du Eigenkapital für den Hauskauf hast, was dir Zinsen erspart. Wenn du im eigenen Haus wohnst, entfällt die monatliche Miete. Außerdem wird es dir leichter fallen, wohlhabende Menschen kennenzulernen und von ihrem finanziellen Know-how zu profitieren. Fazit: Finanzielle Freiheit beginnt im Kopf und eine positive Einstellung zu Geld ist unerlässlich, um sie zu erreichen. Kernaussage 2: Sparen ist der erste Schritt zur finanziellen Freiheit. Um finanziell frei zu werden, gibt es im Grunde 3 Schritte: Ausgaben reduzieren, Einnahmen erhöhen und das gesparte und verdiente Geld klug investieren. In diesem Abschnitt konzentrieren wir uns auf das Sparen. Sparen klingt einfach, ist jedoch für viele Menschen eine Herausforderung. Es gibt zahlreiche Gründe, nicht zu sparen, wie zum Beispiel das Argument, dass das Einkommen zu gering sei oder dass sich das Sparen für kleine Beträge nicht lohne. Oft sind wir jedoch kreativ darin, Gründe zu finden, um Geld für Dinge auszugeben, die wir eigentlich nicht brauchen. Ein gutes Beispiel dafür ist der tägliche Coffee to go, der im Jahr Hunderte von Euro kosten kann.
Ebenso kannst du Hunderte von Euro im Jahr sparen, indem du statt teurem Flaschenwasser einfach Leitungswasser trinkst. Wenn du deine Ausgaben kritisch betrachtest, wirst du sicherlich noch weitere Möglichkeiten finden, Geld zu sparen. Mike Hager fand heraus, dass nahezu jeder auf diese Weise mehrere tausend Euro pro Jahr einsparen kann. Geld, das du monatlich investieren und vermehren kannst, um deine finanzielle Freiheit aufzubauen. Du könntest jetzt vielleicht denken, dass ein solches Spardiktat deinen Lebensstandard beeinträchtigt. Doch vergiss den sogenannten Lebensstandard, denn er ist willkürlich. Johnny Depp gibt monatlich Tausende von Euro für Wein aus, während Mike Hager immer noch in seiner 60 Quadratmeter Wohnung lebt. Lerne, deine Bedürfnisse zu beherrschen und die Belohnung aufzuschieben. Ja, es erfordert Disziplin, aber es ist eine erlernbare Fähigkeit. Wenn du schon Geld ausgibst, dann investiere es in sinnvolle Dinge anstelle von Konsumgütern. Zusammengefasst, sparen ist die grundlegende Voraussetzung, um Vermögen aufzubauen. Vermeide es, Geld auszugeben, das du nicht hast, um Dinge zu kaufen, die du nicht wirklich brauchst, nur um Menschen zu beeindrucken, die du im Grunde nicht magst. Kernaussage 3: Einnahmen maximieren ist entscheidend. Sparen allein reicht nicht aus, um finanziell frei zu werden. Es ist ebenso wichtig, deine Einnahmen zu maximieren. Für die meisten Menschen ist dies in erster Linie durch eine Gehaltserhöhung möglich, aber du musst diese Erhöhung geschickt verhandeln. Eine Gehaltserhöhung sollte wohl überlegt sein. Sie kann nur dann erfolgreich sein, wenn du zuvor gute Leistungen erbracht hast. Stelle bei der Verhandlung deine Erfolge und Leistungen in den Vordergrund und frage dann, wie viel mehr Gehalt du aufgrund deiner Arbeit verdienst. Dies zwingt deine Vorgesetzten dazu, über deine Leistungen nachzudenken und kann das Verhandlungsgespräch in deine Richtung lenken. Es ist auch wichtig, dich in die Lage deiner Vorgesetzten zu versetzen und zu verstehen, was für sie zählt. Sie bewerten vor allem, wie du zum Unternehmenserfolg beiträgst. Führe daher ein Erfolgstagebuch, in dem du deine wichtigsten beruflichen Erfolge dokumentierst, wie Kundenakquisitionen, Ideen oder Kosteneinsparungen. Wenn deine erste Verhandlung nicht erfolgreich ist, bleib hartnäckig. Frage nach klaren Zielen, die du erreichen musst, um eine Gehaltserhöhung zu verdienen, und notiere dir die Antworten. Dies hilft dir bei zukünftigen Verhandlungen. Zusammengefasst: Für die meisten Menschen ist eine Gehaltserhöhung der Weg, um ihre Einnahmen zu steigern. Dies sollte jedoch gut vorbereitet und begründet sein. In einem nächsten Schritt geht es darum, wie du dein hart verdientes Geld klug sparst und für Investitionen anlegst. Kernaussage 4: Das Investitionskonto ist besonders wichtig, da es dir ermöglicht, dein Geld gewinnbringend anzulegen. Erstens: Gehaltskonto. Hier landet dein monatliches Einkommen, von dem du laufende Ausgaben wie Miete, Versicherungen und Lebensmittel bezahlst. Zweitens: Sparkonto. Dieses Konto dient der finanziellen Absicherung. Hager schlägt vor, etwa 10% deines Einkommens regelmäßig auf dieses Konto zu überweisen. Ein automatisierter Dauerauftrag für diese monatliche Einzahlung ist ratsam. Das Sparkonto bietet dir Sicherheit und Freiheit, da du damit Geld für Notfälle ansparen kannst. Ziel ist es, mindestens 6 Monatsgehälter auf diesem Konto zu haben. Drittens: Investitionskonto. Dieses Konto ist entscheidend für deine finanzielle Freiheit. Hager empfiehlt, mindestens 15% deines monatlichen Einkommens für Investitionen bereitzuhalten. Du kannst am Anfang auch mehr investieren und später gegebenenfalls anpassen. Viertens: Spaßkonto. Auf diesem Konto legst du Geld für persönlichen Genuss und Vergnügen beiseite. Hager schlägt vor, nicht mehr als 5% deines Einkommens hierhin zu überweisen. Ein intelligentes Kontensystem ermöglicht es dir, dein Geld effektiv zu verwalten und zu nutzen, um finanzielle Freiheit zu erreichen. Das Investitionskonto ist besonders wichtig, da es dir ermöglicht, dein Geld gewinnbringend anzulegen und dein Vermögen zu steigern. Im nächsten Kernaussagen erfährst du, wie du dein Geld auf dem Investitionskonto sinnvoll anlegen kannst. Kernaussage 5:
Streue dein Geld über verschiedene Anlageklassen. Um finanzielle Freiheit zu erreichen und dein Geld abzusichern und zu vermehren, ist es entscheidend, dein Geld über verschiedene Anlageklassen zu streuen. Eine einfache Möglichkeit dafür sind ETFs, Exchange-Traded Funds, die dein Geld automatisch breitstreuen, indem sie Indizes abbilden, die aus verschiedenen Unternehmensaktien bestehen. Die wichtigsten Empfehlungen für die Streuung deines Geldes sind: Empfehlung 1 ETFs. Investiere in ETFs, um dein Geld automatisch über eine Vielzahl von Unternehmen und Märkten zu streuen. Beispiele sind DAX-ETFs oder MSCI World-ETFs. Empfehlung 2 Einzelaktien. Investiere in Einzelaktien von Unternehmen, die du gut kennst und verstehst. Stelle sicher, dass du auch in diesem Bereich für Diversifikation sorgst. Empfehlung 3 Anleihen. Berücksichtige Anleihen als konservative Anlageklasse. Anleihen sind Schuldverschreibungen von Staaten oder Unternehmen, die dir am Ende der Laufzeit Kapital und Zinsen zurückzahlen. Beachte, dass sichere Anleihen tendenziell niedrigere Renditen bieten. Empfehlung 4 Gold. Erwäge Gold als Absicherung gegen Marktschwankungen. Der Goldpreis tendiert oft gegenläufig zu Aktienmärkten. Empfehlung 5 Kryptowährungen. Betrachte auch Kryptowährungen als eine mögliche Anlageklasse. Sie sind jedoch sehr volatil und sollten nur einen kleinen Teil deines Portfolios ausmachen. Die genaue Verteilung deiner Investitionen über diese Anlageklassen hängt von deiner persönlichen Situation und deinen finanziellen Zielen ab. Wenn du bereits über eine solide finanzielle Basis von mindestens 6 Monatsgehältern auf deinem Sparkonto verfügst, kannst du möglicherweise mehr in Aktien investieren. Andernfalls solltest du konservativer sein. Die Streuung deines Geldes über verschiedene Anlageklassen hilft dir, Risiken zu minimieren und die Chancen auf langfristigen finanziellen Erfolg zu maximieren. Kernaussage 6: Immobilien sind entscheidend für finanziellen Erfolg. Immobilien spielen eine entscheidende Rolle beim Aufbau von Wohlstand und finanzieller Freiheit. Mike Hager betont, dass er keinen reichen Menschen kennt, der nicht in Immobilien investiert hat. Immobilien haben das Potenzial, ein erhebliches passives Einkommen zu generieren und das Vermögen im Laufe der Zeit erheblich zu steigern. Der Kauf von Immobilien erfordert jedoch Engagement und Aufwand. Es ist wichtig, in eine gut gelegene Immobilie zu investieren und die damit verbundenen Aufgaben wie Renovierungen und Mieterverwaltung zu bewältigen. Es lohnt sich jedoch, da Immobilien eine hervorragende Möglichkeit bieten, Fremdkapital zu nutzen und die Eigenkapitalrendite zu steigern. Ein Beispiel für diesen Hebel: Wenn du eine Wohnung für 100.000 Euro kaufst und nur 25.000 Euro Eigenkapital einsetzt, während du den Rest über einen Kredit finanzierst, kannst du deine Eigenkapitalrendite erhöhen, selbst wenn die Mieteinnahmen niedriger sind. Mike Hagers Portfolioansatz sieht vor, etwa 50% des Vermögens in Immobilien, 25% in Wertpapiere, ETFs, Anleihen, Aktien, Fonds, 10% in Gold und 1-2% in Kryptowährungen zu investieren. Der Rest sollte liquide Mittel sein. Die Hebelwirkung von Immobilieninvestitionen macht sie zu einem entscheidenden Bestandteil eines diversifizierten Portfolios, um finanzielle Freiheit zu erreichen. Aber nicht nur die Wahl der Anlagen, sondern auch die Menschen, mit denen du dich umgibst, können Einfluss auf deine finanzielle Situation haben, was im nächsten und letzten Abschnitt besprochen wird. Kernaussage 7: Deine sozialen Kontakte beeinflussen deine finanzielle Situation. Die Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, haben einen erheblichen Einfluss auf dein Leben, einschließlich deiner finanziellen Situation. Jim Rohns Idee, dass du im Durchschnitt so reich wirst wie deine 5 besten Freunde, gilt auch im finanziellen Kontext. Wenn deine engsten Freunde und sozialen Kontakte eine negative Einstellung zu Geld haben oder nicht bestrebt sind, finanziellen Erfolg zu erlangen, könnten sie dich von deinen eigenen finanziellen Zielen abhalten. Dieser Einfluss gilt besonders für die Familie, da Eltern und enge Verwandte oft starke Prägungen hinterlassen. Es bedeutet nicht, dass du dich von deinem sozialen Umfeld trennen sollst,
Aber du solltest dir bewusst sein, wie ihre Einstellungen dein Denken beeinflussen können. Es ist auch wichtig, sich bewusst mit Menschen zu umgeben, die dich wachsen lassen und dich in deinen Zielen unterstützen. Die Wahl von Freunden und sozialen Kontakten, die finanziell erfolgreich sind oder ähnliche finanzielle Ziele haben wie du, kann sehr hilfreich sein. Mike Hager empfiehlt die Win-Strategie: Wertschätzung, Interesse und Nutzen. Wenn du neue Menschen kennenlernst, beginne mit Wertschätzung, zum Beispiel durch Komplimente. Zeige dann aufrichtiges Interesse an ihrer Geschichte und ihren Erfahrungen. Schließlich solltest du überlegen, wie du ihnen nützlich sein kannst und welche Fähigkeiten oder Ressourcen du ihnen bieten kannst. Zusammengefasst: Die Menschen in deinem sozialen Umfeld beeinflussen deine Einstellung zu Geld und finanziellen Erfolg. Die Wahl von Freunden und Kontakten, die dich unterstützen und positive Einstellungen zu Geld haben, kann dir auf deinem Weg zu finanzieller Freiheit helfen. Die Win-Strategie kann dabei helfen, neue Kontakte zu knüpfen und Beziehungen aufzubauen. Zusammenfassung zum Buch: Geld allein ist auch eine Lösung, von Mike Hager. Die Kernaussagen haben gezeigt, dass finanzieller Erfolg nicht nur von Glück oder Zufall abhängt, sondern in erster Linie von deiner Einstellung und deinem Handeln beeinflusst wird. Um finanzielle Freiheit zu erreichen, ist es entscheidend, deine Einstellung zu Geld zu überdenken und positive Glaubenssätze zu entwickeln. Es gibt drei zentrale Schritte, die du parallel verfolgen solltest, um finanziell erfolgreich zu sein: Sparen, mehr verdienen und clever investieren. Ein intelligentes Kontensystem, das Gehaltskonto, Spar-, Spaß- und Investitionskonto umfasst, kann dabei eine große Hilfe sein. Des Weiteren wurde betont, wie wichtig es ist, in verschiedene Anlageklassen zu investieren, um das Risiko zu streuen und eine gute Rendite zu erzielen. Immobilien wurden als eine besonders lohnenswerte Anlageklasse hervorgehoben, die das Potenzial hat, finanzielle Freiheit zu schaffen. Zuletzt wurde darauf hingewiesen, wie entscheidend dein soziales Umfeld für deinen finanziellen Erfolg sein kann. Die Menschen, mit denen du dich umgibst, haben einen großen Einfluss auf deine Einstellungen und dein Verhalten in Bezug auf Geld. Die Win-Strategie – Wertschätzung, Interesse, Nutzen – kann dabei helfen, wertvolle Beziehungen aufzubauen und von positiven Einflüssen zu profitieren. Zusammenfassend zeigt dieser Ratgeber, dass finanzielle Freiheit erreichbar ist, wenn du deine Einstellung zu Geld änderst, kluge finanzielle Entscheidungen triffst und dein soziales Netzwerk sorgfältig auswählst. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer neuen Buchzusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!